Я приветствую вас, самые светлые, самые прекрасные души нашей планеты. Begrüße euch, die hellsten, die wunderschönsten, wundervollsten Seelen unseres Planeten. Я благодарна, что от вас поступает много очень философских и очень духовных вопросов. Ich bin sehr dankbar, dass ich von euch sehr viele philosophische spirituelle Fragen bekomme. Да, и вы снова спрашиваете о добре и зле. Und ihr fragt wieder über das Böse und das Gute. И я предлагаю вам подумать над одной очень мудрой мыслью. Und ich empfehle euch, über einen sehr weisen Gedanken nachzudenken. Давайте сначала поговорим о нашем здоровье. Lasst uns erstmal über unsere Gesundheit sprechen. Представьте себе, что мы полностью здоровы. Stellt euch vor, dass wir komplett gesund sind. Да, и это нормально. Und das ist normal. Да, и так должно быть. Und das soll auch so sein. Вопрос. Здоровье – это добро или это зло? Die Frage. Gesundheit. Ist das das Gute oder das Böse? Я думаю, что все вы согласны, что здоровье – это хорошо, это добро. Ich denke, dass ihr alle sagen werdet, ja, die Gesundheit ist das Gute. И, конечно, изначально, когда рождается человек на Земле, маленький ребенок, он здоров. Und natürlich, wenn ein Kind zur Welt kommt, ist dann von Anfang an erst gesund. Да, всегда. Когда душа воплощается на Земле первый раз, всегда она получает абсолютно здоровое тело. Also ursprünglich, wenn die Seele zum ersten Mal inkarniert, dann ist ihr Körper komplett gesund. Это значит, что все мы с вами пришли изначально из света, от добра. Das heißt, dass wir alle ursprünglich aus dem Licht kommen, aus dem Guten. Да. Может ли здоровье существовать без болезней? Kann denn die Gesundheit ohne die Krankheiten existieren? Я понимаю, что сейчас вы думаете о тысячах заболеваний, которые существуют на нашей планете, но вообще-то может быть абсолютно здоровый человек? Ich weiß, dass ihr jetzt nachdenkt über tausende Krankheiten, die wir in der Welt haben. Aber kann denn der Mensch komplett gesund sein? Конечно, может. Natürlich kann er das. Да, может быть, в современном мире это уже стало сложнее быть здоровым. Natürlich jetzt in unserer modernen Welt ist das etwas schwerer, komplett gesund zu sein. И все-таки абсолютно здоровые люди есть, и их становится все больше и больше благодаря нашим семинарам. Aber es existieren immer mehr und mehr Menschen, die komplett gesund sind, dank unseren Seminaren. Okay. А теперь представьте себе какую-нибудь болезнь. Okay. Und jetzt stellt euch irgendeine Krankheit vor. Я думаю, что все вы согласны, что болезнь – это зло. Ich denke, ihr werdet mir alle zusagen, dass die Krankheit das Böse ist. Когда болезнь появляется в нашем теле и начинает наше тело уничтожать, конечно же, это зло. Это больно, неприятно, и это зло. Natürlich, wenn eine Krankheit bei uns im Körper entsteht, dann empfinden wir Schmerzen und empfinden das als das Böse. Das ist das Böse. Но вот есть очень один интересный философский вопрос. Aber es gibt eine sehr interessante philosophische Frage. А может ли существовать болезнь без человека, болезнь без здоровья? Kann denn die Krankheit ohne die Gesundheit existieren? Нет. Nein. Да. Вы понимаете, чтобы болезнь существовала, ей нужно существовать в чем-то, в здоровом человеке. Versteht ihr? Also damit eine Krankheit überhaupt existieren kann, muss sie sich in einem gesunden Menschen, auf der Gesundheit sich befinden. Вот в чем разница добра и зла. Das ist der Unterschied zwischen Guten und Bösen. Добро – это созидающая сила. Добро что-то всегда создает. Das Gute, das ist eine schöpferische Kraft. Also das Gute erschafft immer was Gutes. Но зло, темная сила, она разрушительная.
Und das Böse, die böse Kraft, das ist eine zerstörerische Kraft. И зло можно сравнить с паразитом. Ему нужно где-то поселиться, чтобы захватывать этот организм под свою власть. Und das Böse kann man mit einem Parasiten vergleichen. Denn ein Parasit muss sich irgendwo niederlassen und irgendwas zerstören. Да, это как вирус, как коронавирус. Genau, das ist ein Virus, ähnlich wie der Coronavirus. Да. Итак, на самом деле, для того, чтобы зло существовало, ему обязательно нужно добро, которое зло будет разрушать. По-другому не получается. Ja, in der Tat ist das so, dass eine Krankheit, damit eine Krankheit überhaupt existieren kann, braucht es eine Gesundheit, damit sie irgendwas zerstören kann. Зло – это паразит, который разрушает добро. Also das Böse ist ein Parasit, was das Gute zerstört. И теперь давайте посмотрим на наш мир. Und jetzt lasst uns unsere Welt anschauen. На самом деле, очень много зла распространилось по всему миру. In der Tat ist das so, dass sich jetzt sehr viel Böses auf unserer Welt ausgebreitet hat. Это и болезни, это и осуждения, это и войны. Das sind die Krankheiten, das ist auch die Kritik und das sind auch die Kriege. Но, к сожалению, в нашем мировоззрении стало появляться такое понимание, что, например, война – это не так страшно, болезнь – это не так страшно. Aber leider ist das auch so, dass in unserer Weltanschauung nehmen wir die Kriege und die Krankheiten alles so an, als ob es nicht so schlimm wäre. И раз мы так считаем, то мы разрешаем этой темной силе присутствовать в нашем мире. Und da wir so denken und das so annehmen, dann erlauben wir es dem Bösen in unserer Welt zu existieren. Давайте поразмышляем еще о добре и зле. Lasst uns noch mal über das Gute und das Böse nachdenken. И я буду рада, если вы пришлете мне ваши вопросы по этой теме. Und ich werde sehr froh darüber sein, wenn ihr zu diesem Thema mir Fragen zuschickt. Да. И я надеюсь, что вы начнете очень легко различать добро и зло в своей жизни. Und ich hoffe auch, dass ihr das sehr gut in eurem Leben unterscheiden könnt zwischen Bösen und Guten. Ну что ж, жду ваших вопросов. So, ich warte auf eure Fragen. Achtung, das Schutzamulett und das Ritual, das für Sie in unserem Seminar abgehalten wird, helfen Ihnen, alle Probleme Ihrer Familie zu bekämpfen, das Karma zu reinigen und den Weg in die helle Zukunft zu ebnen. Das Amulett und das Schutzritual sind für Sie wirklich notwendig.